Es ist endlich soweit. Patch 2.04 erobert die Live-Server und bringt uns neben einem neuen Agenten namens Astra auch den Start des zweiten Akts der Episode 2, einen neuen Battle Pass und einige Änderungen im Rangsystem. Zusätzlich wird an der Problemlösung bei Spielern gearbeitet, die vielleicht kein Mikrofon haben oder einfach schlichtweg nicht sprechen können, und es gibt ein paar zusätzliche FPS für jeden Spieler. Alles dazu jetzt im Video. Und damit auch Moin, liebe Valorant-Community, und willkommen zu den Patch Notes 2.04. Es gibt Astra, es gibt Bugfixes, es gibt Änderungen am Rangsystem, es gibt so viel, was euch erwartet. Und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Doch denkt dran, wenn es euch am Ende gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und jetzt rein in die Patch Notes. Als erstes sollten wir natürlich den Elefanten im Raum adressieren. Das ist Astra. Die 15. Agentin innerhalb von Valorant erobert die Live-Server und wir dürfen gespannt sein auf ein unglaublich umfangreich auszuspielendes Gameplay mit ihr. Und diese Worte habe ich nicht umsonst gewählt, denn Astra bezeichnet einen der komplexesten Taktiker innerhalb des Spiels mit einigen wirklich ganz neuen Mechaniken. Ein Stun, ein Slow, eine Smoke und eine geboostete Viperwall sind ihr Fähigkeiten-Kit, welche sie in ihrer neuen Astralform setzen, als auch letztendlich auslösen kann. Duellantenspieler werden mit ihrem Kit wahrscheinlich aber nicht ganz so viel anfangen können, trotz alledem, besonders für Taktiker und im kompetitiven Bereich, sehe ich persönlich für Astra sehr viel Potenziale. Neben ihrem ganzen Concept-Art und Stil, der einfach nur echt cool aussieht. Die Agentin aus Ghana wird jetzt mit dem Patch direkt aktiviert. Euch also ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Und wenn ihr euch etwas genauer mit ihrem Gameplay und ihren Fähigkeiten auseinandersetzen möchtet, oben in der Infobox habt ihr einige Videos zu ihr von uns verlinkt. Lohnt sich, mal vorbeischauen. Und wie schon vorab erwähnt, startet mit Patch 2.04 auch der zweite Akt der Episode 2. Und das bedeutet zum einen ein neuer Battle Pass. Auch dieser hat wieder 50 Stufen für den gleichen Preis für die Premium-Version, wo sich die 10 Euro meiner Meinung nach wirklich lohnen zu investieren. Wirklich schöne Skins, schöne Sprays und Anhänger sind wieder dabei, als natürlich auch ein kleiner Hint auf den nächsten Charakter. Zudem gibt es mit einem neuen Akt natürlich auch wieder einige Änderungen am Rangsystem, denn eure Rangwertung wird diesmal gar nicht wirklich zurückgesetzt. Heißt, dass ihr nur ein Platzierungsspiel spielen müsst und euer Rang wird quasi sehr stark am vorherigen Rang orientiert wieder angezeigt. Radiant-Spieler hingegen werden nun alle auf Immortal zurückgesetzt. Das ist trotzdem besser, als wieder auf Platin 3 maximal zu starten. Diese müssen sich dann zurück in die Top 500 kämpfen, um sich ihres Ranges als Radiant auch wieder als würdig zu erweisen. Spieler, die natürlich noch gar keinen Ein-Rank-Match in dieser Episode gespielt haben, also seit diesem Jahr im Endeffekt nicht gespielt haben, müssen aber auch immer noch die 5 Ein-Rank-Matches spielen, um ihren Rang wieder zu erhalten. Außerdem werden die Ränge nun nicht mehr in der Agentenauswahl angezeigt. Welchen Rank eure Mitspieler haben, könnt ihr dann aber später innerhalb der Teamauswertung am Ende des Spiels bestaunen dürfen. Das dient vor allem dazu, dass die niedrigeren Elo-Spieler nicht vorverurteilt werden oder Platin-Spieler in Silberlobbys nicht dafür sorgen, als Grund gesehen zu werden, vorab schon das Spiel als verloren zu nehmen. Und endlich, wenn du auf niedrigeren Rängen bist, kannst du dich jetzt endlich wieder mit Freunden oder Teamkollegen in die Warteschlange einreihen, die höhere Ränge haben als du. Hier ist zwar noch nicht genau beschrieben, wie hoch dieser Rang sein kann, aber diese Differenz darf endlich wieder größer sein als 3 Ränge und das ist... Dankeschön, Riot. Als letzte große Änderung gibt es nun auch noch die neue taktische Sprachausgabe. Ich meine, wir kennen alle das Problem. Ein Spieler ohne Mikrofon kann nicht kommunizieren. Ob wegen einem Voice-Ban oder einfach nur, weil es in ihrem Land nicht verfügbar ist. Durch teilweise automatisierte und nun verbesserte Sprachausgaben können diese Spieler sich nun doch deutlicher verständigen. So wisst ihr auf einmal, wo genau der Spike liegt oder wo Gegner gesichtet worden sind. Einfach weil der Agent des Spielers es sieht und euch auch per Audio wiedergeben kann. Heißt im Klartext, aus Spike gesichtet oder Gegner gesichtet aus den vorherigen Patches wird nun Gegner auf A oder Spike auf B. Wir durften den Patch ja schon die letzten Tage anspielen und ich kann euch sagen, aus der anfänglichen Verwirrung dieser neuen Sprachausgabe wurde ganz schnell ein "Hey cool, ich muss nicht mal reden, die Leute wissen, was passiert." Zudem wird es einige kleinere Bugfixes im Spiel geben und auch Leistungsoptimierung innerhalb des Clients. Diese sollen euch nun durchschnittlich 3% mehr FPS geben, was, naja, ob das für euch jetzt ausschlaggebend ist,
bleibt natürlich jedem selbst zu beurteilen. Trotzdem schön, dass auch an dieser Stelle immer noch dran gearbeitet wird. Und jetzt ist wieder eure Meinung gefragt. Wie findet ihr die Patch Notes? Findet ihr alle Änderungen richtig? Ich meine, da lässt sich nicht so viel diskutieren. Viel Komfort und ich glaube auch eine richtig, richtig gute Richtung, die nochmal eingeschlagen wird. Und wie findet ihr Astra? Schreibt's gerne unten in die Kommentare. Hier könnt ihr jetzt mehr über Astra lernen. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und guckt gerne auf unserer Website vorbei. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen und viel Spaß beim Ranked.